setzte einen Fuß vor den anderen, an der Betonkante entlang. Die schwache Brise lässt die Haare auf meinen Armen prickeln. Am Anfang, als ich hierher gezogen war, als mich alles mit voller Wucht getroffen hat, habe ich mich manchmal zu angestachelt, auf dem Rand des Daches von einem Ende des Häuserblocks zum anderen zu gehen. Als ich das andere Ende erreicht hatte, lachte ich in die Nacht hinaus. Siehst du, ich bin hier, ich lebe weiter, am Rand des Abgrunds. Ich tue, was du mir gesagt hast. Es ist zu einer heimlichen Gewohnheit geworden. Ich, die nächtliche Skyline, die tröstliche Dunkelheit, die Anonymität und das Bewusstsein, dass keiner hier weiß, wer ich bin. Ich hebe den Kopf, spüre den nächtlichen Windhauch, höre Gelächter von unten, das gedämpfte Klirren einer zerbrechenden Flasche, den Verkehr, der sich ins Zentrum bewegt, sehe den endlosen roten Strom der Rücklichter, eine automobile Blutzufuhr. Hier oben gibt es immer was zu sehen, über dem Lärm und dem Großstadtchaos. Nur zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist es verhältnismäßig ruhig. Die Betrunkenen sind ins Bett gefallen, die Restaurantküche haben ihre weißen Jacken ausgezogen, die Pubs ihre Türen abgeschlossen. Die Ruhe dieser Stunden wird nur gelegentlich unterbrochen. Von den nächtlichen Tankwagen, den Geräuschen, mit denen die jüdische Bäckerei am Ende der Straße öffnet, den Plums, mit dem die Zeitungsbündel auf dem Asphalt landen. Ich kenne die leisesten Bewegungen der Stadt, weil ich nicht mehr schlafe. Weiter unten in der Stadt gibt es eine geschlossene Gesellschaft im White Horse, einem Pub voller Hipster und Eastender. Vor der Tür streitet ein Pärchen. Und auf der anderen Seite der City kümmert man sich im Generalhospital um die Kranken und Verletzten und diejenigen, die es gerade so geschafft haben, auch diesen Tag noch zu überleben. Hier oben aber gibt es nur die Luft und die Dunkelheit und irgendwo den FedEx-Cargo-Flieger von Heathrow nach Peking und 1 Million Reisende wie Mr. Whisky-Trinker auf ihrem Weg an einem anderen Ort. 18 Monate. 18 ganze Monate. Wann ist es endlich genug, sage ich, in die Dunkelheit. Und da ist sie. Ich spüre, wie sie wieder hochkocht, diese überfallartige Wut. Ich gehe 2 Schritte weiter, schaue kurz auf meine Füße. Das hier ist nämlich kein Leben, das hier ist gar nichts. 2 Schritte, noch 2. Heute Nacht gehe ich bis zur Hausecke. Du hast mir kein verdammtes Leben übrig gelassen, oder? Von wegen, du hast einfach nur mein altes Leben kaputt gemacht, es in einen Scherbenhaufen verwandelt. Was soll ich jetzt mit den ganzen Bruchstücken anfangen? Wann wird es endlich? Ich strecke die Arme aus, bekomme Gänsehaut in der kühlen Nachtluft und merke, dass ich wieder einmal weine. Fuck you, Will, flüster ich. Fuck you dafür, dass du mich verlassen hast. Der Kummer steigt in mir auf wie eine Flutwelle, heftig alles überrollend. Und in diesem selben Moment, in dem ich mich ganz hineinsinken lassen will, höre ich eine Stimme aus dem Schatten. Ich glaube nicht, dass sie dort stehen sollten. Ich drehe mich halb um und sehe bei der Feuertreppe ein weißes Gesicht mit weit aufgerissenen Augen. Vor Schreck rutscht mein Fuß über die Dachkante und plötzlich ist mein Körperschwerpunkt auf der falschen Seite. Mein Herzschlag setzt aus, Sekundenbruchteile, bevor ihm mein Körper folgt. Und dann, wie in einem Albtraum, bin ich schwerelos. Im Abgrund der Nacht und meine Beine strampeln über meinem Kopf, während ich den Schrei höre, der mein eigener sein könnte. Knacks, und dann ist alles schwarz. Wie heißen Sie, Schätzchen? Eine Stützkrause um meinen Hals. Eine Hand fühlt mir sanft und rasch die Stirn. Ich lebe, das ist eine ziemliche Überraschung. So ist es gut. Öffnen Sie die Augen. Sehen Sie mich an. Jetzt. Sehen Sie mich an. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ich möchte sprechen, den Mund aufmachen, aber meine Stimme produziert ein sinnloses Gebrabbel. Ich glaube, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ich habe Blut im Mund. Warm und es schmeckt nach Eisen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir legen Sie jetzt auf eine Trage, okay? Sie werden sich wahrscheinlich kurz unwohl fühlen, aber ich gebe Ihnen etwas Morphium gegen die Schmerzen. Die Stimme des Mannes ist ganz ruhig. Als wäre es das Normalste von der Welt. Verletzt dazuliegen und in den dunklen Himmel hinaufstarrend. Ich würde am liebsten lachen. Ich will ihm erzählen, wie lächerlich es ist, dass ich hier liege. Aber ich bin nur der nächste Notfall in Jogginghosen. Und nichts scheint zu funktionieren, wie es sollte. Das Gesicht des Mannes verschwindet aus meinem Blickfeld. Eine Frau in einer Jacke mit reflektierenden Streifen
Das dunkle, lockige Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengenommen, beugt sich über mich und leuchtet mir unvermittelt mit einer dünnen Taschenlampe in die Augen, wobei sie mich mit distanziertem Interesse beobachtet, als wäre ich eine Versuchskaninchen und kein Mensch. Müssen wir sie in einem Bergungssack stecken? Ich möchte etwas sagen, aber die Schmerzen in meinen Beinen lenken mich ab. Oh Gott, sage ich, aber ich weiß nicht genau, ob ich es laut sage. Die Pupillen sind normal und reagieren. Blutdruck 90 zu 60. Sie kann von Glück reden, dass sie auf diese Markise gefallen ist. Wie hoch stehen die Chancen, ausgerechnet auf eine Liege zu fallen? Was meinst du? Der Bluterguss gefällt mir allerdings nicht. Kalte Luft streicht über meinen Nabel. Die leichte Berührung warmer Finger. Innere Blutung. Brauchen wir ein zweites Team? Können Sie mir bitte zurücktreten, Sir? Ganz zurück? Eine Männerstimme. Ich wollte gerade eine rauchen. Da ist sie auf meinem Balkon gekracht, verdammt. Beinahe wäre sie auf mich gefallen, verdammt. Tja, dann ist heute wohl ihr Glückstag. Sie hat sie nicht getroffen. Das war der Schock meines Lebens. Man rechnet schließlich nicht damit, dass einfach irgendwer vom Himmel fällt, verdammt. Sehen Sie meinen Liegestuhl an. Der hat mich bei Conran 805 gekostet. Glauben Sie, dass ich Schadensersatz geltend machen kann? Kurze Stille. Sie können tun, was Sie wollen, Sir. Wissen Sie was? Warum verklagen Sie nicht darauf, dass Sie auf Ihrem Balkon das Blut wegputzt, während Sie zusehen? Wie wär's? Der Blick des Mannes wandert zu seiner Kollegin hinüber. Die Zeit macht einen Sprung. Ich kippe mit ihr weg. Ich bin von einem Dach gefallen. Mein Gesicht fühlt sich kalt an und abwesend nehme ich wahr, dass ich angefangen habe zu zittern. Sie entwickelt Schocksymptome, Sam. Unterhalb von mir wird die Tür eines Transporters aufgezogen. Und dann bewegt sich die Trage kurz unter mir und diese Schmerzen, alles wird schwarz. Ein Martinshorn und ein blaues Wirbel. In London hört man immer ein Martinshorn. Wir fahren. Neonlicht flimmert durch das Innere des Krankenwagens. Flackernd erleuchtet es das unerwartet vollgestopfte Innere. Den Mann in der neongrünen Uniform, der etwas in sein Handy tippt, bevor er sich umdreht, um den Tropf über meinen Kopf zu regulieren. Der Schmerz hat nachgelassen. Morphium? Aber mit dem wiederkehrenden Bewusstsein wächst eine Horrorvorstellung in mir. Wie ein riesiger Airbag, der sich in meinem Körper aufbläst und nach alles andere wegdrückt. Oh nein, Entschuldigung. Ich brauche zwei Anläufe, bis mich der Mann hört, der sich mit einer Hand an der Tür des Krankenwagens abstützt. Er dreht sich um und beugt sich über mich. Er riecht nach Zitrone und hat beim Rasieren eine Stelle vergessen. Alles okay mit Ihnen? Ginny, sorry, man hört hier drin schwer bei dem Martinshorn. Wir sind gleich im Krankenhaus. Er legt seine Hand auf meine. Sie ist trocken und warm und beruhigend. Auf einmal bekomme ich Panik bei der Vorstellung, dass er meine Hand loslassen könnte. Halten Sie einfach noch ein bisschen durch. Wie lange dauert's noch, bis wir da sind, Donna? Ich kann die Worte nicht sagen. Meine Zunge füllt meinen ganzen Mund aus. Meine Gedanken sind verworren, entgleiten mir. Habe ich meinen Arm bewegt, als Sie mich hochgehoben haben? Ich habe die rechte Hand gehoben, oder nicht? Gelähmt? Ich bringe nur ein Flüstern heraus. Was? Er bringt sein Ohr dicht an meinen Mund. Gelähmt? Ich gelähmt? Gelähmt? Der Mann zögert, hält meinen Blick fest, dann schaut er zu meinen Beinen hinunter. Können Sie die Zehen bewegen? Ich versuche mich daran zu erinnern, wie man die Füße bewegt. Es scheint sehr viel mehr Konzentration zu erfordern als gewöhnlich. Der Mann streckt den Arm aus und berührt leicht meine Zehen, wie um mich daran zu erinnern, wo sie sind. Versuchen Sie es nochmal. Los geht's. Schmerz schießt in meinen Beinen empor, ein Keuchen, womöglich ein Schluchzen von mir. Alles in Ordnung, Schmerz ist gut. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht, dass ihr Rückenmark verletzt ist. Sie haben sich die Hüfte gebrochen und noch so einiges andere. Sein Blick ruht auf mir, freundliche Augen. Er scheint zu verstehen, wie sehr ich diese Bestätigung brauche. Ich spüre seine Hand auf meiner. Noch nie habe ich eine menschliche Berührung so nötig gehabt. Ehrlich, ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht gelähmt sind. Oh Gott sei Dank. Ich höre meine Stimme wie aus der Ferne. In meinen Augen stehen Tränen. Bitte lassen Sie mich los, flüstere ich. Er beugt sich dichter zu mir. Ich lasse Sie nicht los. Ich möchte etwas sagen, aber sein Gesicht verschwimmt und dann wird wieder alles schwarz. Hinterher erzählen Sie mir, dass ich zwei von den fünf Stockwerken hinuntergefallen und durch eine Markise gebrochen bin und mein Sturz von der Luxus-Riesen-Segeltucht Flechtoptik-Sonnenliege mit wasserfesten Polsterungen auf dem Balkon von Mr. Anthony Garnier gebremst wurde. Einem Anwalt für Urheberrecht, dem ich nie begegnet bin. Meine Hüfte hat einen Trümmerbruch, während zwei Rippen und mein Schlüsselbein glatte Brüche aufweisen. An der linken Hand sind zwei Finger gebrochen und einer meiner Mittelfußknochen hat sich durch die Haut gebohrt, sodass einer der Medizinstudenten in Ohnmacht fällt. Meine Röntgenbilder bringen es zu einem gewissen Berühmtheit.
Immer wieder geht mir durch den Kopf, was der Rettungssanitäter gesagt hat. Man weiß nie, was passiert, wenn man aus großer Höhe abstürzt. Anscheinend habe ich ein Riesenglück gehabt. Das sagen sie mir und warten lächelnd ab, als müsste ich mit einem breiten Grinsen reagieren oder einem kleinen Stepptanz. Ich habe aber keine Glücksgefühle. Ich habe überhaupt keine Gefühle. Ich dämmere vor mich hin und wache gelegentlich auf. Und manchmal sehe ich die grellen Lichter eines Operationssaals über mir. Und dann bin ich wieder in einem abgeschiedenen, stillen Raum. Das Gesicht einer Krankenschwester. Gesprächsfetzen. Hast du die Ferkeleien von der alten Frau aus D4 gesehen? So beendet man gern seine Schicht, was? Du arbeitest oben im Princess Elizabeth, stimmt's? Den kannst du ausrichten, dass wir wissen, wie man eine Notaufnahme führt. Ha! Sie ruhen sich jetzt aus, Luisa. Wir kümmern uns um alles. Sie ruhen sich einfach nur aus. Das Morphium macht mich schläfrig. Sie erhöhen meine Dosis und zusammen mit dem kühlen Tröpfeln lasse ich mich nur allzu gerne in die Bewusstlosigkeit gleiten. Als ich die Augen aufschlage, sehe ich meine Mutter am Fußende meines Bettes stehen. Sie ist wach. Bernhard, sie ist wach. Sollen wir die Schwester rufen? Sie hat eine neue Haarfarbe, denke ich abwesend. Und dann, oh, das ist meine Mutter. Meine Mutter spricht doch nicht mehr mit mir. Oh, Gott sei Dank, meine Mutter hebt die Hand und berührt das Kruzifix, das sie nun im Hals trägt. Das erinnert mich an jemanden, aber mir fällt nicht ein, an wen. Sie lehnt sich vor, streichelt mir sanft über die Wangen. Aus irgendeinem Grund führt das dazu, dass mir die Tränen in die Augen schießen. Oh, mein kleines Mädchen, sie beugt sich über mich, als wollte sie mich vor weiterem Schaden bewahren. Ich rieche ihr Parfüm, das mir so vertraut ist wie mein eigenes. Oh, Lou, sie wischt mir mit einem Taschentuch die Tränen vom Gesicht. Ich bin fast gestorben vor Angst, als sie angerufen haben. Hast du Schmerzen? Brauchst du etwas? Liegst du bequem? Kann ich dir etwas holen? Sie redet so schnell, dass ich nicht antworten kann. Wir sind sofort gekommen. Trina kümmert sich um Großvater. Er lässt dich herzlich grüßen. Naja, er hat alles mögliche Geräusche gemacht, weißt du, aber wir verstehen ja alle, was er meint. Oh Liebling, wie um alles in der Welt konnte dir das passieren? Was um alles in der Welt hast du dir dabei gedacht? Anscheinend erwartet sie keine Antwort. Alles, was ich zu tun habe, ist hier zu liegen. Meine Mutter tupft sich die Augen ab und dann wieder meine. Du bist immer noch meine Tochter und ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas passiert und wir wären nicht, weißt du. Ich bringe die Worte nicht heraus. Meine Zunge fühlt sich abartig an. Ich klinge, als wäre ich betrunken. Ich weiß, aber du hast es mir so schwer gemacht, Lou. Ich konnte nicht. Nicht jetzt, Schatz, ja. Dad berührt sie an der Schulter. Sie richtet den Blick in eine unbestimmte Ferne und nimmt seine Hand. Als der Anruf kam, oh, ich dachte, ich wusste nicht. Sie schnieft wieder, das Taschentuch an die Lippen gepresst. Gott sei Dank geht es ihr gut, Bernhard, natürlich geht es ihr gut. Sie ist doch unsere Stehaufmädchen, oder? Dad ragt über mir auf. Wir haben vor 2 Monaten das letzte Mal miteinander telefoniert, aber gesehen habe ich ihn in den 18 Monaten, seit ich von zu Hause weg bin, nicht. Er wirkt riesengroß und vertraut und unfassbar erschöpft. Sorry, flüstere ich. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Sei nicht albern. Wir sind einfach froh, dass es dir gut geht. Auch wenn du so aussiehst, als hättest du 6 Runden mit Mike Tyson hinter dir. Hast du eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut, seit du hier bist? Ich schüttel den Kopf. Vielleicht. Also an deiner Stelle würde ich das auch noch eine Weile vermeiden. Weißt du noch Terry Nichols, als er beim Minimart über seinen Fahrradlenker geflogen ist? Also denk dir den Schnurrbart weg und du weißt ziemlich genau, wie du aussiehst. Andererseits, er mustert intensiv mein Gesicht, wenn ich es recht betrachte, Bernhard. Morgen bringen wir dir eine Pinzette mit. Jedenfalls, wenn du das nächste Mal auf die Idee kommst, Flugstunden zu nehmen, gehen wir zusammen auf den Flugplatz. Abspringen und mit den Armen rudern funktioniert bei dir eindeutig nicht. Ich versuche zu lächeln. Sie beugen sich über mich. Ihre Gesichter sind angespannt, besorgt. Meine Eltern. Sie ist dünn geworden, Bernhard. Findest du nicht, dass sie dünn geworden ist? Ich sehe, dass Dads Augen ein bisschen feucht geworden sind, dass sein Lächeln ein bisschen unsicherer ist als sonst. Ach was, sie sieht hervorragend aus, Schatz, glaub mir. Du siehst verdammt hervorragend aus. Er drückt meine Hand, dann hebt er sie an seine Lippen und küsst sie. So etwas hat mein Dad in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Und in diesem Moment wird mir klar, dass sie gedacht haben, ich würde sterben. Und ohne, dass ich etwas dagegen machen kann, kommt ein Schluchzen aus meiner Kehle. Ich schließe die Augen vor den heißen Tränen und spüre seine große, schwielige Hand auf meinen Arm. Wir sind bei dir, Liebling. Alles ist gut. Alles wird wieder gut. 2 Wochen lang fahren sie die 50 Meilen jeden Tag mit dem Frühzug und danach alle paar Tage. Dad nimmt Sonderurlaub, weil Mom nicht alleine herfahren will. In London treiben sich immerhin alle möglichen Leute herum. Das sagt sie mehr als einmal und es ist stets von einem verstohlenen Blick über die Schulter begleitet, als würde selbst auf dieser Station ein Messerstecher im Kapuzenpulli umherschleichen. Trina übernachtet bei ihnen, um auf Großvater zu achten.
Als sie das erzählt hat, die Stimme meiner Mutter ein Beiklang, der mich ahnen lässt, dass diese Regelung vermutlich nicht Trinas Idee war. Seit dem Tag, an dem wir alle auf mein Mittagessen gestarrt haben und trotz fünfminütiger, lebhafter Spekulation nicht darauf kam, was es eigentlich war, bringt Mom selbst gekochtes Essen mit. Und auf Plastiktabletts Bernhard. Wie im Gefängnis, trübsinnig pickst sie mit der Gabel hinein und schnuppert an den Resten. Seitdem ist sie jeden Tag mit enormen Sandwiches gekommen, dicken Scheiben Schinken oder Käse zwischen Weißbrotscheiben oder mit Suppen aus der Thermoskanne. Essen, das man identifizieren kann, und sie füttert mich wie ein Baby. Meine Zunge schrumpft langsam wieder zu ihrer normalen Größe. Offenbar habe ich sie beinahe durchgebissen, als ich bei dem Sturz aufgeprallt bin. Das ist nicht ungewöhnlich, wie ich erfahre. Ich werde zweimal operiert, um meine Hüften zu klammern. Mein linker Fuß und mein linker Arm sind bis zur Knie- bzw. Ellenbogengelenken eingegipst. Kies, einer der Pfleger, fragt, ob er auf meinem Gips unterschreiben darf. Anscheinend bringt es Pech, ihn so jungfräulich zu weiß zu lassen. Und schreibt prompt einen derart unanständigen Kommentar, dass Evelyn, die philippinische Krankenschwester, vor der Visite ein Pflaster darüber klebt. Wenn mich Kies zum Röntgen oder zur Apotheke schiebt, erzählt er mir den neuesten Krankenhaustratsch. Ich könnte darauf verzichten, von Patienten zu hören, die einen langsam schrecklichen Tod sterben und von denen es unendlich viele zu geben scheint. Aber ihn hält das bei Laune. Manchmal überlege ich, was er anderen Leuten über mich erzählt. Ich bin die Frau, die von einem fünfstöckigen Haus gefallen ist und überlebt hat. In der Krankenhaushierarchie stellt mich das anscheinend ein ziemliches Stück über den Darmverschluss auf Station C. Oder dieses dumme Weib, das sich versehentlich mit der Rebschere den Daumen abgeschnitten hat. Es ist erstaunlich, wie schnell man sich an das Krankenhausdasein gewöhnt. Ich wache auf, akzeptiere die Pflege durch ein paar Leute, die ich inzwischen wiedererkenne, und versuche bei der Arztvisite das Richtige zu sagen. Meine Eltern benehmen sich den Ärzten gegenüber ungewöhnlich ehrerbietig. Dad entschuldigt sich wiederholt dafür, dass ich nicht imstande war, aufzuspringen wie ein Ball, bis ihm Mom einen kräftigen Tritt ans Schienbein verpasst. Nach der Visite dreht Mom gewöhnlich eine Runde bei den Läden unten in der Eingangshalle, und wenn sie zurückkommt, ereifert sie sich mit unterdrückter Lautstärke über die vielen Imbiss-Shops. Dieser einbeinige Mann von der Kardiologie, Bernhard, hockt da unten und stopft sich mit Cheeseburger und Pommes voll. Man glaubt es nicht. Dad sitzt auf einem Stuhl und liest Zeitung. In der ersten Woche durchforstet er sie auf Artikel über meinen Unfall. Ich versuche ihm zu erklären, dass in diesem Stadtteil sogar ein Doppelmord kaum in den Kurznachrichten erwähnt wird. Wogegen das Lokalblatt in Stortford vergangene Woche mit der Schlagzeile aufgemacht hat, Einkaufswagen auf der falschen Stellfläche des Parkplatzes stehen zu lassen. Und in der Woche davor war es Schüler betrübt über Zustand des Entenreichs, also ist er schwer zu überzeugen. Am Freitag nach meiner letzten Hüftoperation bringt mir meine Mutter einen Hausmantel mit, der mir eine Nummer zu groß ist, und eine große braune Papiertüte mit Eier-Sandwiches. Ich muss nicht fragen, womit sie belegt sind. Der Schwefelgeruch breitet sich im ganzen Zimmer aus, sobald sie die Tüte öffnet. Mein Vater wedelt sich mit der Hand vor der Nase herum. Die Krankenschwestern werden mir die Schuld geben, Josie, sagt er, und öffnet schließlich wieder wohl die Zimmertür, um den Geruch zu vertreiben. Von Eiern nimmt sie zu. Sie ist zu dünn und du bist mal lieber ganz ruhig. Schließlich hast du dem Hund die Schuld an deinen restlichen noch gegeben, als er schon 2 Jahre tot war. Nur um die Romantik am Leben zu erhalten, Schatz. Mom senkt die Stimme. Trina sagt, ihr letzter Freund hat ihr die Decke über den Kopf gezogen, wenn er einen hat fahren lassen. Kannst du dir sowas vorstellen? Dad wendet sich zu mir. Wenn ich es mache, will deine Mutter nicht mal mit mir im selben Postleitzahlenbereich bleiben. Es liegt eine Spannung in der Luft, selbst als sie lachen. Ich spüre das, wenn die ganze Welt auf die 4 Wände eines Zimmers zusammenschrumpft, wird man hochsensibel für kleinste Stimmungsschwankungen, zum Beispiel die Art, auf die sich die Ärzte leicht abwenden, während sie die Röntgenbilder anschauen. Oder die Art, auf die Krankenschwestern die Hand über den Mund legen, wenn sie über einen Patienten reden, der gerade gestorben ist. Was, sage ich, was ist los? Sie sehen sich unbehaglich an.